10 Kilometer lang und 350 Meter hoch. Wow, das ist wirklich ein enormer Hohlraum, den ein internationales Forschungsteam da unter einem der größten Antarktisgletscher aufgespürt hat. Die Kaverne war wohl ursprünglich mal mit, Achtung, 14 Milliarden Tonnen Eis gefüllt. Und das Tauen geht weiter. Allein das Abschmelzen des zweiten Gletschers könnte den weltweiten Meeresspiegel um sage und schreibe 65 Zentimeter anheben. Und nicht nur das, er fungiert als eine Art Stöpsel und verhindert damit eine unbeschreibliche Katastrophe. Doch das Drama nimmt seinen Lauf. Was genau hat es mit dem gigantischen Hohlraum unter dem Eis auf sich? Und wie katastrophal ist das Abschmelzen des Gletschers wirklich? Die Antworten jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal nur dann und nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Auch bei diesem Thema muss ich noch mal ganz dringend hier drauf aufmerksam machen. Weltweite Demo am 15. März gegen den Klimawandel. Fridays for Future, geht da unbedingt hin, seid dabei. Wir müssen dringend was ändern, weil so geht's nicht weiter. Es droht sonst eine unglaubliche Katastrophe. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Es geht um den zweiten Gletscher in der westlichen Antarktis, der etwa so groß ist wie der US-Bundesstaat Florida. Schon jetzt ist das Tauen dieses Gletschers für etwa 4% des globalen Meeresspiegelanstieges verantwortlich und das Drama hat wohl gerade erst begonnen. Denn der jetzt neu aufgespürte gewaltige Hohlraum unterhalb des Schelfeises sorgt für große Beunruhigung. Die Größe dieser Höhle ist kaum zu beschreiben, sie ist etwa so hoch wie der Eiffelturm und ihre Grundfläche entspricht der halben Fläche des Chiemsees. Und nicht nur das, dieser gigantische Hohlraum enthielt wohl mal etwa 14 Milliarden Tonnen Eis. Doch der Großteil davon ist alleine in den vergangenen 3 Jahren geschmolzen. Schon seit längerer Zeit haben Fachleute diesen Gletscher und die Region drumherum besonders kritisch im Blick, denn klar ist, dass hier besonders viel Eis verloren geht. Doch die jetzt ausgewerteten Radaraufnahmen überraschten das Forschungsteam selbst, denn mit einem extrem großen Hohlraum, der in solch beunruhigendem Ausmaß wächst, hatten die Fachleute nicht gerechnet. Eine Erklärung gibt es aber schon. Wärmeres Meerwasser dringt am Endbereich des Gletschers zum Eis vor und sorgt dafür, dass es von unten abschmilzt. Und das nicht ohne Folgen. Die Entstehung eines solchen Hohlraumes beeinflusst dann auch die weitere Zukunft des Gletschers. Dazu der NASA-Forscher Pietro Milio. Da mehr Wärme und Wasser unter den Gletscher gelangen, schmilzt er schneller. Die Analyse zeigt Erschreckendes, denn das Schelfeis, das auf dem Wasser im vorderen Bereich der Höhle liegt, schmilzt schneller, als es Modelle vorhersagen. Zudem schmilzt es schneller als das Eis, das an jedem anderen Ort in der Antarktis bislang vermessen wurde. Warmes, salziges Wasser unterspült den Gletscherteil und Eismassen vom Landesinneren rutschen nach. Wenn der zweite Gletscher komplett abschmilzt, würde dies Schätzungen zufolge einen Anstieg des Meeresspiegels um 65 cm bedeuten. Doch als wäre das nicht schon katastrophal genug, wird es bei diesem Szenario wohl nicht bleiben, denn der zweite Gletscher hat zusammen mit seinem Nachbarn, dem Pine Island Gletscher, eine unfassbar wichtige Funktion für die Westantarktis, denn beide stabilisieren weitere Gletscher und bilden quasi eine Art Stöpsel, der die Eismassen daran hindert, in den Ozean dahinter zu gelangen. Passiert das doch, würde dies laut NASA einen Anstieg des Meeresspiegels, Achtung, von 2,4 Metern bedeuten. Manche Expertinnen und Experten gehen sogar von einem Anstieg von 3,5 Metern aus. Schon in einem Zeitraum von 100 Jahren könnte dieser Prozess ablaufen. Das ist nicht gut. Nun stehen dringend weitere Untersuchungen an, damit wir die Prozesse an den Gletschern besser verstehen können. Dazu Eric Rigneau von der University of California. Um die Auswirkungen dieses Gletschers auf den Meeresspiegelanstieg in den kommenden Jahrzehnten vorherzusagen, muss man verstehen, wie das Meer ihn abschmilzt. Die aktuelle Untersuchung legt jedoch nahe, dass die Wechselwirkungen von Gletschern und Polarmeer deutlich komplexer sind als bisher gedacht. Denn bislang ging man davon aus, dass solche riesigen Kavernen unter den Gletschern eher statisch sind und eben nicht so rasant wachsen. Doch schon jetzt steht jedenfalls fest, Schuld am steigenden Meeresspiegel ist der Klimawandel und er wird nicht nur den Menschen in entfernten Regionen wie Indonesien, Ägypten oder Thailand das Zuhause nehmen. Auch wir in Deutschland, den Niederlanden und Belgien
werden betroffen sein. Und schon jetzt passiert in Teilen der Welt der reinste Horror. Durch den Anstieg des Meeresspiegels sind im Pazifik schon jetzt mindestens 8 komplette Inseln verschwunden, für immer. Betroffen sind Inseln der Salomonen, ein Inselstaat in der Südsee, und auch Mikronesien, ein Inselstaat im westlichen Pazifischen Ozean. In beiden Regionen liegt der Anstieg des Meeresspiegels weit über dem Durchschnitt. Dort wurde nämlich sogar ein jährlicher Anstieg von 1,2 Zentimetern gemessen. Abgesehen davon, dass ihre Heimatinseln eine große historische Bedeutung für ihre Bewohner haben, sind die Menschen dort gezwungen, alles aufzugeben. Auch Orte, an denen wir gerne Urlaub machen, sind dabei, zum Beispiel die Dominikanische Republik, Kuba, die Seychellen oder die Fidschi-Inseln. Es gibt Studien, die prognostizieren, dass im Jahr 2100 ein Fünftel der Weltbevölkerung Klimaflüchtlinge sind. Also mehr als 1 Milliarde Menschen werden nach Europa und alle anderen höher gelegenen Gebiete kommen. Überflutete Küstenregionen sorgen diesem Szenario nach für eine Massenflucht ins Landesinnere, in dem dann nutzbare Flächen viel zu knapp werden. Die Nahrungsmittelproduktion wird dann extrem schwierig. Wir hier in Deutschland müssen einen Großteil der niederländischen Bevölkerung aufnehmen. Schon jetzt kommt das Land dem immer schneller steigenden Meeresspiegel auch in der Nordsee nicht mehr hinterher. Und durch die weggeschmolzenen Eismassen in der Arktis verdunstet dort immer mehr Wasser, was zu den starken Regenfällen in den letzten Jahren geführt hat. Die Folge sind höhere Pegel des Rheins, der von der Landseite zeitweise ungeheure Wassermassen in die Niederlande bringt. Der Klimawandel ist in vollem Gange und das viel schneller als gedacht. Klimawandel, war es der Mensch? Brandneues Video bei Raumzeit, Vlog der Zukunft. Unbedingt draufklicken, anschauen und abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.